Ja. Anderes Intro als sonst. Sonst ist es ja Servus, Grüezi und Hallo. Heute mal nicht. Dachte mir was anderes mal. Zwischendurch. Why not? So. Wieder mit dabei. Monster. Mal was anderes. Neue Dose übrigens. Ist jetzt, glaube ich. Wie ist denn da mehr drin? Queset nicht. Ich glaube, sonst ist immer 0,5. Jetzt haben wir 0,553. Also, ne, ein bisschen mehr als ein halber Liter. Kann man mal machen. Versuch's gerade aufzukriegen. Denn die haben auch einen neuen Verschluss. Die kann man jetzt wohl verschrauben. Okay. Das sieht krank aus. Aber es funktioniert. Hoffe ich. Ah, cool. Das ist nice. Cool. Auf jeden Fall, First Try geschafft. Alles klar. Wir können anfangen. Sound ist jetzt mal ein bisschen lauter als letztes Mal. Denn ich habe festgestellt, erst nach der Aufnahme, dass es im Menü, also in der Aufnahme selber, im Menü, bevor ich es geschnitten habe, im Menü, alles lauter war als im Spiel. Und jetzt müssen wir halt mal schauen. So, jetzt haben wir hier, sieht für mich immer noch aus wie ein Bär, hier so die Nase, da wo der Punkt ist, also sieht man hier den weißen Punkt. Sieht so ein bisschen aus wie die Nase, Augen, ne? Könnte aber auch wegen Rotkäppchen und der Wolf und so weiter ein Wolf sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Werden wir alles sehen. Hoffe ich. Wir haben immer noch kein Spiegelbild. Könnte auch sein, jetzt nach dem letzten Mal, ne? Vergangenheitspuzzle. überhaupt nicht geklaut. Dass wir vielleicht der Geist sind, der in der Erinnerung nachforscht, was denn passiert ist. Oder ob wir es hätten ändern können. Dass er es versucht zu ändern. Man weiß es nicht, man munkelt nur. So, was haben wir hier? Vom Tritt heraus. Mhm. Vom Tritt heraus. Ich lasse mich überraschen. Ihr hoffentlich auch. Okay. Was war hier nochmal für ein Zimmer? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe nicht nachgeguckt. Aber es ist eindeutiger, dass wir... Ich hoffe, man hört jetzt auch... Wir humpeln. Wir humpeln. Was soll denn der Scheiß? War das jetzt irgendwie ein Zeichen, dass wir hier... Nein. Mann. Geht das schon gut los hier? Neue Aufnahme. Session. Die Musik ist geil. Minecraft Sounds. Ja, aber die Musik ist echt geil. Überhaupt nicht furchteinflößend. Hier ist eine Decke drüber, kann man nichts aufmachen. E-Beams, der Nachmieter. Neues Bild, bestimmt überhaupt, da wird nichts passieren, Freunde. Nee. Aber es kann jetzt sein, das waren ja vorher die ganzen verschmierten Gesichter. Dass das jetzt das Neue ist. Dass da irgendwie ein Übergang passiert ist. Ich weiß zwar nicht von wem zu wem. Vielleicht ist er jetzt hier der Jüngere. Das jüngere Ich. Ruhig. Und ah, geil. Nee. Ich hätte jetzt gedacht,
Nee. Streich mal das aus der Liste. Einfach überraschen lassen. Was soll der Scheiß? Ja, es war der Wind aus dem nicht vorhandenen Fenster. Ey. Also hier geht's nicht weiter, das sehen wir ja schon, ne? Servus, Griazi und hallo. Da hinten. Da ist ein Haus. Oder ist das unsere Wand? Hi. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Alter. Hör doch auf. Bitte. War das unsere Frau? War das unsere Frau? Das könnt ihr doch nicht mit mir machen, Leute. Passiert nichts. Nee. Lustig. Hä? Was zum? Hört keiner. Tauch. Ich trau mich mal nicht direkt nach hinten zu gucken. Ken? Ihr wollt mich doch verarschen. Ja. Ah. Das sieht ja schon fast nach einem Zahlencode wieder aus. Don't forget, ist der 9. Juni. Ja. Vergiss nicht. Was soll man nicht vergessen? Ich weiß es nicht. Scheint da was Wichtiges zu sein. Sonst wird's doch nicht stehen. Mein Freundchen. Hast du das vergessen? Zugeschlossen. Haben wir hier irgendwo einen Schlüssel? Ne. Hier siehst du schon mal ja nichts. Und hier auch nicht. Aber hier ist nichts weiteres, ne? Der 9. Ne. 9. Juni. Merken wir uns mal. Das haben wir super. Hier, wir haben einen Stift hier. Dann beim nächsten Jumpscare habe ich das schon wieder vergessen. 9. Juni. Falls das überhaupt wichtig ist. Also übrigens, an Sudden Light, letzte Aufnahmesession natürlich vergessen, es tut mir sehr leid. Schöne Grüße an dich, gehen raus. Ne, passiert nichts. Alles klar. Ah. Ja.
Schöne Aussicht hier. Wieder einen perfekten Tag ausgesucht. Den Raum kennen wir doch. Da liest wohl jemand offensichtlich sehr gerne. Und da ist jetzt alles offen. Und hier ist auch die... Und hier ist die Kommode weg. Merke ich gerade. Okay, pass erstmal zu. Weil hier ist jetzt nichts. Weil der war ja vorhin verschlossen. Glaube ich. Haben wir hier was Schönes? Jetzt weiß ich nicht wohin. Jetzt kann es wieder beides richtig sein. Aber hier... Einfallspinsel. Das sieht ja schon wieder interessanter aus. Oh. Tag auch. Irgendwas muss der hier gemalt haben. Ach du Scheiße. Namen, Idioten, Einfallspinsel, Ignoranten. Alter. Der war wohl nicht so beliebt. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Ja. Warum nicht? Ciao. Wahrscheinlich sind das dann die ganzen... Secrets, die man dann noch finden kann. Da haben wir diese ganzen Errungenschaften da, die nebenbei sind. Keller. Ne, jetzt geht's eigentlich eine Etage noch tiefer, ne? Hört keiner. Holztreppe. Hallöchen. Hier waren wir auch noch nicht. Krass. Wenn jetzt hier so ein Jump'n'Run kommt, ne? Dann, nee. Hier können wir nicht noch... Doch. Warum können wir hier noch... Oh. Warte mal. Ist da ein Secret? Ach krass. Ach krass. Wofür ist der denn? Für da oben? Da muss ich direkt mal nachgucken jetzt. Hier laufen wir auf einer Krücke. Ne, Krücke, sage ich schon. Aber hier können wir nicht hochgehen, ne? Ne. Auf einer Prothese. Und
Okay. Und ja, wenn wir so runtergeflogen wären und die Prothese sich dann ins Gebein reingedrückt hätte, ich wäre nicht so schmerzfrei. Hallo. Ibims. Tim. Hü? Hier, der Onkel Doktor. Okay. Also, ja, dann schön. Ja. So. Weiter im Kontext. So, ein Träumchen. Wahrscheinlich wären dann in den, ups, in den Tresoren und so weiter dann wahrscheinlich auch noch so Bilder oder sowas gewesen. Oder irgendwas anderes von der letzten Aufnahmesession. Und ich habe einfach nicht. Ja, ich glaube, er musste den einfach nur drehen und man hat gar keinen Zahlencode bekommen. Denke ich mir mal. Und das ist mir erst zu spät aufgefallen, ne? Also. Natürlich. Ruhig. Ist das Telefon hier oder ist das für ein Gebums? Was ist für ein scheiß Geräusch jetzt? Ich wollte es doch lesen. Vielleicht kommen wir es ja später noch lesen. Ich trau mich gerade nicht. Wo sind... Hier waren wir doch gerade. Im Kreis drehen. Mach kaputt. Ja, ich habe jetzt keinen Bock bei dem. Leute. Wird's noch schlimmer oder? Ich check's gerade nicht. Dann müssen wir es wohl lesen. Ich kann es mir gerade nicht anders vorstellen. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass ich mir, nee, dass mich ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt ihrer Frau und ihnen gegenüber, dem Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit einem Kollegen überein. Ich weiß ja nicht, was unten steht. Muss gleich mal nachgucken. Überein, genau. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben, ihre Frau nicht üblich. Nicht unüblich. Ups, sorry. Was sie als abartiges Grinsen oder
kenne ich noch nicht mal. Ach so. Ja. Kläffen. Beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation, das kenne ich nur das Wort, eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die sie erwähnten, scheinen keine psychologischen, physiologischen Ursprung zu haben, sondern es scheinen eher psychologischer Natur. Siehst du? Wenn man da jetzt was getauscht hätte, traumatische Ereignisse können zu schweren, sei mal leise jetzt, Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich ihrer Aufforderung an uns, ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Ja, den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne Kollegen oder mich kontaktieren. Ja. Dürfen wir jetzt telefonieren? Ich verstehe es nicht. Leute. Oder muss ich jetzt einmal andersrum gehen? Jetzt klingelt es anders. Glaube ich. Fick dich. Is she? Which hospital? I'm on my way. Ob wir da jetzt wirklich hingehen? Schön, dass es mal aufgehört hat zu bimmeln. Der Bums hier. Gut. Haben wir schon gelesen. Alles klar. Können wir jetzt wieder gehen? Oder habe ich was verpasst? Ne, hier geht's doch wieder nach rechts, ne? Ja. Warum nicht gleich so? Ruhelose Andenken. Ruhig. Aber hier liegt nichts auf dem Boden, ne? Alles klärchen. Du Wichser! Mach das Licht an. Bist du des Wahnsinns? Wo ist der Lichtschalter? Ey, hör auf. Hier muss doch irgendwo ein Lichtschalter sein.
Oh, ja. Logisch. Oder? Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern fressen andere Ratten. Ja. Schön. Es macht immer mehr Spaß, das Spiel. Oh, sorry. Alkohol. Wer hätte es erwartet? Ich. Nett. So, sind wir hier fertig mit dem Bums. Ich stehe wieder alles an Ort und Stelle. Sehr schön. Jägermeister. Nein. Was zum? Hallo? Kennen wir uns? Was haben wir mit dem Jägermeisterabend? Ey, was ist denn schief bei dem Jungen? Und jetzt all the way down oder wo geht's hin? Erstmal den Bums hier zumachen. Meistens wieder funktioniert nicht. So, jetzt können wir wahrscheinlich nicht nach rechts. Doch. Jetzt können wir in beide Richtungen. Vielleicht will ich da gar nicht hin. Ich guck mir nochmal oben alles an. Tschüss. Hey. Ich will nach oben. Leute. Nun denn. Riazi. Servus. Kriegt die Truhe nicht auf? Doch, klar. Easiness. Kriegen wir hin. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen, glaub es mir oder nicht. Ich habe schon Klienten. Schöne Grüße an Kilian. Aus tieferer Scheiße gezogen als diese hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauche eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen. Dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder. Was ist denn heute los wieder? Ein trauernder Ehemann. Ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit. Ein übergreifiger. Was ist denn schwer los? Übereifriger Bürokrat. Boah. Ist der Energy. Die haben irgendwas reingemischt. Vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch. Ist das gar nicht die Mutter? Sondern die Tochter? Oder haben wir beide?
ekliger. Du Gottverdammter. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Ja. Grafikfehler. Schön. Hier muss doch irgendwas passieren. Oder hat er die lebendig begraben? Wehe dir, Freundchen. Handschellen? Stricke? Was ist los mit dem? Ruhig. Ja. Ja. Da noch was oder? Hm. Ah. Ah, kennen wir ja die Umgehungsstraße hier. Mahlzeit. Ach. Fresh. Oh, ich gehe von alleine an. Cool. Geht hier die Toilettenspülung? Nö. Alles im Arsch in dem Haus hier. Ruhig. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abflussfell im Wasser. Keine Bäder für mich. Der hat aber nicht nur Ratten da reingetan. Das kannst du mir mal glauben, du. Du Dreckigen. Nee. Kommt wenigstens keine Ratte raus. Ey, was ist... Was ist bei dem Jungen schief gelaufen im Leben, ey? Klopf, klopf. E-Beams. Ich bin mir nicht so sicher, ob das gut ist. Ah doch, ganz cool. Ist ja recht entspannt hier. Aber muss hier doch noch ein Secret sein, oder nicht? Theoretisch. Nicht? Komisch. Hm. Naja. Geht nicht.
erstaunlich viele Türen hier. Ach, na dann. Ist wohl nicht wichtig. Abend. Hier ist auch wieder nichts, ne? Komisch. Doch hier. Sieh an, sieh an. Körperleier. Lahm sich an mir treiben, mich zum Wahn. Zu schnell zum Ausschneiden. Was geht bei dem? Was hat denn der gefrühstückt? Ey, das will ich nicht haben. Willst du mich verarschen? Ah. Ja. Alles klar. Das ist ein Witz. Och, werde ich überrascht heute? Tarauch. Die Hochzeitsnacht, wa? Sehr... Nein! Der hat jetzt aber eine andere räumliche Gebimse, ne? Also ist anders als wir letztes Mal waren hier. Warum sieht das für mich weniger als für einen Keller aus als einen Dachboden? Hi. Dürfen wir jetzt klimpern oder was ist das hier für ein Bums? Boah, geil. Das ist geil. Servus. Das ist geil. Außer das. Okay, hier ist wohl nix. Ja, ich gehe ja schon wieder. Aua. Ciao. Wie? Unerwartet. Also. Gehen wir da jetzt nicht nochmal hin, weil so dunkel, ich glaube nicht, dass da noch was sein würde. Könnte. Hm. Na, ist ja jetzt heute eine super Roomtour. Tarauch. Ich sehe genauso viel wie ihr. Ah. I needed to remove the flesh from the bone. What? At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar.
I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Lass stecken. Ich... Ist schon in Ordnung. Und zieht trotzdem noch der Schlüssel, ne? Oder brauchen wir ihn gar nicht? Der war... Sollten bloß den Knochen einsammeln, ne? Mensch, lauf doch mal schneller hier, Jung. Bist ein Geist. Ah! Mahlzeit! Sieht ein bisschen anders aus als vorher. Dann schauen wir uns jetzt mal an, was jetzt kommt. Ach, hat jetzt so ein bisschen was vom Fisch, ne? Hier unten ist jetzt hier so eine Schwanzflosse. Da oben die Augen. Ich check's noch nicht. Was ist das da oben? Ach, schön. Ein paar Bilder an der... Ach. Geil. Aber das hier kriegen wir immer nicht auf. Schade. Ja, haben wir schon mal 3 von 6 geschafft jetzt. Ganz cool. Ah, und da ist noch ein Brief. Wie es weitergeht. Ich hasse selbst jetzt verloren. Alleine hoffnungslos. Du wirst immer ein grotreskes Missverständnis. Beende es. Also beende es kann ja nur das Meisterwerk dann sein, ne? Das wir jetzt hier maken. Ja, schön. Was uns in der nächsten Aufnahme erwartet, sehen wir beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.